Weiter geht es jetzt auf dem Planeten Kashyyyk. Moin moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Star Wars. So, schön, dass ihr dabei seid. Und danke für den Daumen nach oben gestern in der gestrigen Folge, wo einiges los war mit den ganzen Spinnen und so. Hoffentlich treffen wir heute nicht so viel von den Spinnen. Wahrscheinlich vielleicht aber noch mehr Sturmtruppen mit Flammenwerfern. Okay, dann gucken wir mal, was uns hier noch erwartet. Nicht in die Suppe fallen unten, ist ekelhaft. Und rüber. Okay. Wieder was zum Scannen. Das ist wahrscheinlich das Baumharz, oder? Was sie abbauen? Was ist das? Harzfässer, jawohl. Ein Fass mit raffiniertem Vroshyr-Harz, also von den Vroshyr-Bäumen auf Kashyyyk. Durch die Raffination wird jede Unreinheit entfernt und eine instabile Chemikalie destilliert. Wofür genau das Imperium diese Substanz benutzt, ist derzeit unklar. Für jedes Fass raffiniertes Harz werden über 200 Tonnen Industrieabfälle in den nahen Gewässern verklappt, was den Planeten langsam vergiftet. Das ist ja unschön. Also hier unten ist wahrscheinlich dann Harz schon oder das Giftige. Die töten den Planeten, ey. Der Captain hat gerade gemeldet, dass sie kommen. Das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Ihr seid überlegen. Aber nicht was war das? Vom noch Kopf her. Ein gekaperter Cutter. Melde aktiven Cutter am Zellenblock. Benötigen sofort Hilfe. Er bricht durch und zerstört alles. Die Cutter? Ja, ja. Jetzt komm ich. Ob das ein Eindringling ist? Ein von uns erwischt. Ich brauche Verstärkung. Alle Nahkampfeinheiten am Boden. Wir sollten die Taktik wechseln. Ja, ja, mach mal einen Taktikwechsel. Schießt lieber auf den. Okay, Saw Gerrera und seine Truppen haben also noch einen weiteren Cutter gekapert. Hier schneiden die immer noch weiter. Okay, dann geht's hier wieder durch den Cutter durch. So, man muss ja schon versuchen, ein wenig passend zu stoppen. Bis jetzt schon. Fast beim Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus, sonst... Wir schaffen das. Versprochen. Da drüben ist ein weiterer Auslöschungstruppler mit Stab in der Hand. Aber die sind auch wieder zu zweit da, ne? Ich muss hier rüber über das Rohr, dann da hochklettern und dann gegen die beiden kämpfen. Das zweite ist wahrscheinlich auch wieder ein Kommandant. Was haben wir hier noch? B1. Gut. Freut mich. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Gut, freut mich. Da können wir den Cutter wahrscheinlich wieder dann ausschalten, ne? Wieso ist das von der anderen Seite verschlossen? Das macht gar keinen Sinn. So, Fähigkeitspunkt habe ich keinen, aber ich muss mich mal hier mal ausruhen, um volles Leben zu haben, wenn ich da drüben gegen die beiden jetzt antreten muss. Erstmal schon mal das Schwert auswählen. Der Jedi kann jede Minute hier sein. Und unsere Verstärkung? Im Rückzug. Gut. Sir? Je weniger Ablenkungen, desto besser. Eure Verstärkung ist im Rückzug und das findest du gut? Oh, da sind ja auch nochmal welche da oben. Erstmal die hier, das sind glaube ich Fernkämpfer. Holen wir ihn uns. Tragen wir den Kampf zum Feind. Ah, okay, ich bin raus. Ich werde dich leiden lassen. Er hat unsere Fernkampfunterstützung ausgeschaltet. Ja, die Fernkampfunterstützung wollte ich auch zuerst weghaben, ey. Das sind ja alles Nahkämpfer jetzt. Wir werden problemlos gewinnen. Das stand doch. Ich wollte den da. Ich treffe ihn nicht. Trauert nicht um ihn. Dann kommt natürlich der andere an die Schüssel. Na, jetzt komm. Ich kann nicht mehr kämpfen. Das Imperium verleiht mir Stärke. Ich werde dich aufspießen. Zurück, Verräter. Ich bringe es zu Ende. Das Rumgewirbel da, das irritiert ein wenig. Du kannst mich nicht erledigen. Okay, komm.
Du zögerst? Ich zögere nicht. Eilung! Ich werde dich auslöschen. Okay, Sprintangriff, er hat aber ganz gut reingehauen, glaube ich. Bisher habe ich gegen die immer nur gekämpft, wenn ich auch meinen Stock draußen habe. Meine Doppelklinge. Ich weiß halt nicht, was besser ist. Eine Klinge oder zwei gegen die. Das Ding hier braucht Strom. Okay. Wir können da durch auf jeden Fall. Aber wir haben auch hier noch eine Tür da oben. Das ist Wookiee-Gefängnis. So wie sich das anhört. Abkürzung freigeschaltet. Das hier ist also eine Abkürzung. Keine Wachen? Ich glaube, das ist eine Falle, oder? Da ist zu. Das Ding braucht Strom. Und da geht's weiter. Na? Hey. Wir wollen euch befreien. Ihr seid nicht allein. Oh, ein imperialer Druide. K2. Besuche sind nicht gestattet. Ja. Weibliche Stimme? Überwacherstellung des Gegners. Boah, Sicherheitsdruide. Ah, ich beende ihr Leben. Ja. Das ist aber nett. Aha. Nicht mein Leben beenden hier. Auch aus Rogue One. K2SO war auch so einer. Den fand ich ziemlich cool. Au. Nicht greifen lassen, ey. Das macht. Boah, das macht zu viel Schaden. Nee, Hilfe! Wertlos. Oh. Jawohl, ey. Ist klar, mein Freund. Beeilung. Ach, immer diese... Trivialer Gegner. Na, wie trivial findest du das jetzt? Oh? Sicherheitsdruiden, ey. Die sind ja was mächtig. Okay, schwer durchschaubar und anfällig für Paraden. Ja, wenn du erstmal weißt, was du machen kannst. Die Frage ist, ob man so einen Griff, gut, den roten Griff wahrscheinlich nicht, aber die normalen dann auch parieren kann. Veraltetes System, das von aktualisierten Droiden leicht gehackt werden kann. Aha, kann man die hacken? Schwer durchschaubar, das stimmt allerdings. Imperiale Sicherheitsdroiden der KX-Modellreihe werden vom Galaktischen Imperium häufig eingesetzt. Die auf Nahkämpfen spezialisierten Droiden nutzen ihre brutale Stärke und Haltbarkeit, um Gegner festzusetzen und kampfunfähig zu machen. Sie verfügen über ein Kommunikationsrelais, Störsender und eine taktische Programmierung. Die K2-Einheit. So, jetzt holen wir aber die Wookies hier raus, ne? Ich hab schon wieder nichts an Heilung, ey. Raus mit euch. Die Umarmung muss sein. Ich helf gern. Wer will ein paar Imps bekämpfen? Dann helfen wir den Wookies mal zurück in den Kampf. Gute Arbeit, Jedi. Die Wookies sehen etwas, ein bisschen merkwürdig aus schon hier mit der Engine. Aber ich glaube, das ist auch nicht so einfach, so einen Wookie gut darzustellen, so wenn man den ganzen Fell hat oder sowas. Das geht schon, aber irgendwie... Ist halt nicht so wie im Film, ne? Also, Liane, die nach da hinten führt, die kann ich da hinten rumschwingen. Ich kann aber auch noch da klettern. Und dann da hoch. Vielleicht sollte ich erstmal in die Richtung nochmal gehen. Ich dachte, das sollte eine Abkürzung sein. Da wurde gesagt, Abkürzung freigeschaltet.
Hier brauche ich Strom, um da weiterzukommen. Aber hier war ich noch nicht. Oh. Was lädt er denn jetzt nach? Alles klar. Das ist mir noch nie passiert hier im Spiel. Hallo? Aha. Alter, was war das denn? Auch eine Abkürzung. Ah, guck mal, da ist aber was. Dahinter, da leuchtet was. Oh, da auch. Na, da komme ich noch nicht hin. Das Rohr kann ich noch nicht verbiegen oder so. Schade. Da geht's rein. Gut, dann hole ich mir erstmal das da. Eine Echo-Wahrnehmung. Wookies Sklavenhalsband. Okay, ein Halsband. Hatten die eben auch alle. Ein kaputtes Sklavenhalsband der Wookies. Der Wookie, der es trag, hat es mit einer Mischung aus Freude und Zorn auseinandergerissen, um seine Freiheit zu verkünden. Freude und Zorn. Okay, aber hier ist jetzt weiter nichts. Das war nur da, um das zu holen. Die Frage ist jetzt, komme ich zurück? Weil da ist nichts so zum Klettern. Da ist auch eine Höhle. Da oben. Kann man da rein? Wobei, da habe ich auch noch... Muss ich gleich von da oben und dann da runterspringen? Weiter. Erstmal... Ja, das habe ich befürchtet. Nicht, dass ich jetzt irgendwie da runter muss oder sowas. Geht's wirklich nicht? Doch, ich darf noch nicht zu früh abspringen. So, aber da komme ich auf jeden Fall nicht rüber. Noch nicht. Oder vielleicht von der anderen Seite. Wenn ich hier lang gehe vielleicht erstmal. Da komme ich noch nicht hin. Vielleicht, wenn ich einen späteren Sprung habe oder so, dann vielleicht. Guck mal, da keine Chance. Keine Chance, da hinzukommen. Frage ist, ob da überhaupt was ist. Das ist hier. Hier, oh, ja, doch, guck mal, hier sind überall Wege. Da oben. Dann hier, da. Und das ist alles gelb. Das heißt, ich kann da rein. Hier hinten war ich doch schon. Habe ich übersehen. Da ist auch noch was. Wobei, war ich da nicht drin? Nee, ich bin ja hier durch. Und da war ich auch noch nicht. Da habe ich ja einiges fast vergessen, ey. Das muss ich gleich alles nochmal abchecken, bevor ich weitergehe. Da kann man auch... Also da kann man auch noch durch. Ja, das ist ja auch der Weg, wo ich jetzt erstmal durch will. Erstmal den Rasen mähen. Bin ich mitten drin im tiefsten Dschungel, ey. Ich muss mir das zurechtfinden. Das geht ja auch hier lang. Dicken Zahn zu, BD1. Ich wollte mir irgendwas zeigen, aber... Ging dann nicht wegen... Oh, gegen den Käfern. Der eine Käfer hat den anderen gesprengt. Cool. Wow. Hecken? Ist das eine Schnecke? Eine Nacktschnecke mit Hörnern, ey. Das ist aber kein Feind. Doch, natürlich. Hey, BD1. Was ist denn das für ein Ziegenbock-Nacktschnecke? Boah. Der hat aber gesessen. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ja, da bin ich down. Was für Gegner? Wer kommt denn auf so ein Design? Das ist ein Ziegenbock-Kopf mit Nacktschneckenkörper, ey. Wer kombiniert denn sowas? Lustig.
So, Mann, das war aber eine lange Ladezeit, ey. Richtig lange Ladezeit. Sind da drüben natürlich wieder die Nahkämpfer da. Ich würde aber gerne nochmal zurückgehen, weil ich da ja ein paar Sachen ausgelassen habe. Lady, Information! Ich höre dich. Ich brauche Verstärkung. Ist da jemand? Nein, ist keiner da. Sorry. Gegner nähert sich. Lol. Die waren aber leicht. Ich kann mich doch hier auch fallen lassen, oder? Oh, ja. War aber gefährlich. Naja, der Weg ist doch kacke. So lang zu gehen. Vielleicht wenn dann doch wieder anders rumlaufen, den anderen Weg gehen und dann runterspringen oder so. Au! Ich bin gar nicht, ich bin nur bis hier gelaufen. Dann muss ich wohl übel nachher nochmal darüber. Oder ich gehe einfach weiter und spring dann runter. Vielleicht sehen die mich auch gar nicht. Augen darüber! In Ordnung. Sie haben mich gesehen, ja, aber. So, da wo da oben der steht, da ist also echt noch ein Weg. Ich gehe aber erstmal da gucken. Vielleicht komme ich auch hier auf der Seite wieder runter und kann dann über das Rohr, wenn ich die Nacktschnecke besiegt habe. Das Gras ist wieder nachgewachsen. So, es geht ja auch da lang, dann kann ich die wahrscheinlich umlaufen. So, der hat nämlich noch meine Erfahrungspunkte auch. Leg einen Zahn zu, BD1. Alter. So. So, komm. Jetzt schleiche ich mich ran. Zweiter Schlag hat man ja nicht gezündet. Hier rüber. Ach, immer nur ein, ey. Hör auf rumzukotzen. Okay. Keine Macht mehr. So, die ist weg. Hey, wieso nicht? Kann ich nicht scannen? Meinst du, du kannst mir helfen? Ah, jetzt hackt er da hinten. Du sollst das Viech scannen. Ah, geht noch. Was hast du? Okay, ganz wichtig, auf Kashyyyk wird ja alles mit 3 Y geschrieben. Also hier auch. Slyk. Slyk. Angriffe sind langsam. Weiche ihn aus oder laufe davon. Mhm. Meide toxische Ausscheidungen. Ja. Guck mal, das sind die. An den Hörnern da unten, da sind die Augen dran. Ist halt ein Widderkopf, ne? Widderkopf mit und dann sind da die Augen. Interessantes Lebewesen. Sind große, fleischfressende Gastropoden. Obwohl sie in den meisten klimatischen Zonen zu finden sind, bevorzugen sie kühle und feuchte Gebiete. Kashyyyk ist doch nicht wirklich kühl. Feucht schon, ja. Regenwaldmäßig. Hey! Hast du was gefunden, BD1? Neuer Lichtschwertschalter. Leidenschaft und Stärke. Da geht's runter. Dann gehe ich hier nochmal kurz auf die andere Seite. Wo das Ganze hier noch hinführt. Da bin ich ja erstmal stehen geblieben. Waren das nicht auch 2? Nee. Okay, das ist der Weg. Es geht einmal rum. Dann muss ich da lang, oder? Wahrscheinlich. Ja. Oh. Jetzt bin ich wieder ganz woanders, Mann. Was ist das für ein Planet, ey? Ich wollte doch einfach nur vielleicht.
woanders hin. Hier, ich wollte einfach dahin so. Das ist hier, wo das Rohr ist und nee, das ist hier. Ich hier die Wege wollte ich nochmal gehen. Hier ist der Hauptweg mit den Wookies. Jetzt bin ich hier hinten, ey. Verwirrend. Ganz schön viel los hier, aber ich glaube, ich komme hier noch gar nicht weiter, oder? Doch, hier, da kann man rüber. Komme ich hier wieder zurück, eigentlich? Nee. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich habe mich verlaufen. Hier kann ich aber nicht rüber. Da ist ein Vogel. Das ist der Weg in die Schattenlande? Es muss doch einen Übergang geben. Ja, wir können nicht den ganzen Wald absuchen. Gehen wir zurück zu Saw. Die Schattenlande. Hört sich auch mysteriös an. Da geht's also in die Schattenlande. Und deswegen komme ich da noch nicht durch. Gehen wir zurück. Dann gibt es hier einen Rückweg auf jeden Fall doch noch. Okay, den Weg in die Schattenlande gefunden. Das wird später spaßig werden. Oh, schaffe ich den Sprung darüber? Okay. Also Schattenlande, ich komme wieder. Hier geht's jetzt zurück. Bloß den Überblick nicht verlieren hier. Es hakt ja auf Kashyyyk aber ordentlich rum, ey. Das erste Mal jetzt. Da siehst du, das bin ich doch hier bei dem Rohr. Und es ist Macht. Das dritte Machtdingens. Nee, auch Lebenspunkte. Die Operation wird erweitert um Sektor 7. Sie nennen es Schattenlande. Es wimmelt dort von Feinden. Okay. Raffinierte Expansion. Eins von dreimal wieder für die Lebenspunkte. Während das Imperium seine Kontrolle über Kashyyyk ausbaut, richtet es sein Augenmerk auf die Schattenlande. Es wimmelt dort vom Gegner. Das andere, da müsste ich halt da runter. Erstmal wieder über das Teil, über die Wand laufen. Da alle Gegner platt machen mit den Spinnen und dann da oben nochmal rein. Das würde ich schon gerne nochmal abchecken. Vielleicht kommt man wahrscheinlich da oder da unten, wo der ist, raus. Das sind nämlich alles drei Durchgänge, wie man hier sehen kann. Nee, das ist der eine. Oben. Da ist der eine doch. Doch, ja, drei Durchgänge doch. Und hier hinten in den Ventilatorraum, wenn ich da nochmal hier durchkomme. Ich bin von hier gekommen, habe mich hier nicht gut genug umgesehen. Da kann ich irgendwas noch wegschubsen oder aufmachen oder so. Das will ich mir gerne noch angucken, bevor ich weitergehe, sonst vergesse ich das nachher. Das andere ist Schattenlande, wo ich eh nicht weiterkomme. Und dann geht es nämlich hier da zu Saw, wo die Wookies sind. So, aber das mache ich in der nächsten Folge, Leute. Dauert uns zu lange. Also, drei Wege, die ich noch abchecken will. Wobei, da komme ich wahrscheinlich noch nicht hoch. Aber... Wobei, vielleicht an der Wand laufen und dann hochspringen vielleicht, wenn ich hoch genug komme, um mich hochzuziehen. Oder die Gänge da in den Bäumen rein führen mich dann irgendwie dahin. Werde ich mir auf jeden Fall alles anschauen in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem heute ein wenig gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Spaß hattet beim Zusehen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge hier auf Kashyyyk. Macht's gut. Ciao, ciao.